Kolben und Eiscreme. Also, die finde ich aber nicht außergewöhnlich. Probiert sie erst mal. Super lecker. Ich bin begeistert. Wie hast du die hingekriegt? Ich habe sie in einem aktiven Vulkan gegrillt. Ja, das ist wieder eine von Pollys Witzen. Es stimmt wirklich. Der Geschmack stammt von der Vulkanasche direkt vor dem Ausbruch. Alles, was man braucht, ist ein feuerfester Gleitschirm, ein Spezialspieß, perfektes Timing und tada! Das leckerste Hotdog der Welt. Ich bitte dich. Ich teile deine Zweifel, aber gib mir erstmal einen Maiskolben. Mais aus dem Wolkennebel? Er wächst nur auf extrem hohen Bergen. Adler haben die Saatkörner verstreut und die Feuchtigkeit stammt direkt aus den Polly Pockets. So etwas gibt es niemals. Doch, es stimmt. Das ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Sie ist wahr. Und wartet, bis ihr hört, was mit dieser Eiscreme ist. Ich nenne sie bitte Anschnallencreme. Hergestellt in einem Flugzeug bei offenem Fenster. Das glaube ich niemals. Wir wollten die Wahrheit und kein Polly-Märchen. Tolle Geschichte, aber unmöglich. Na gut, ich habe sie im Laden gekauft. Wo soll der Rest von dem Bitte-Anschnallen-Eis hin? Meine Freunde sind leider schon satt. Aber es muss gut gekühlt werden. Wie wäre es mit dem Südpol?